Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Schlacht um Orgrimmar Videoguide hier auf mmosum.de. Heute für die Getreuen der Klaxi im heroischen Modus. Und hier in dem Bild seht ihr bereits unsere Kill-Reihenfolge für die Getreuen der Klaxi. Wir fangen oben links mit Scare an und töten als letztes unten rechts Karos. Wie auch schon im Normal Mode sind wir immer gleichzeitig mit drei der Klaxi im Kampf. Allerdings haben die Getreuen natürlich im Vergleich zum Normal Mode mehr Fähigkeiten und auf diese möchte ich jetzt eingehen. Anfangen möchte ich mit Rikkal, der wie auch im Normal Mode Spieler in Skorpione verwandelt durch die Fähigkeit Mutation. Anders als im Normal Mode muss jeder, der in einem Skorpion ist, einen Parasiten fressen, ansonsten stirbt er, sobald die Mutation abläuft. Dabei ist es wichtig, dass genügend Parasiten da sind für die Zeit, in der Rikkal getötet wird, damit kein Spieler stirbt. Rikkal sollte ungefähr 4-mal Mutation casten, bis er tot ist und deshalb braucht ihr auch 12 Parasiten. Das Problem ist allerdings, es spawnen jeweils immer 8, sprich ihr müsst 2-mal die Injektion durchlassen, damit Parasiten spawnen. Und habt dann 16 Parasiten, deswegen müssen von diesen 12 Spielern insgesamt 4 Spieler 2 fressen, damit ihr am Ende ohne Parasiten den weiteren Kampfverlauf bestreiten könnt. Der Debuff-Injektion auf den Tank, der Rikkal-Tank, verursacht 40.000 Naturschaden jede Sekunde und sobald Injektion ausläuft, spawnen eben 8 Parasiten. Um den Debuff auslaufen zu lassen und auch keine höheren Stacks zu bekommen, muss der Tank aktive Mitigationsfähigkeiten benutzen. Aber sollte die erste Injektion und eine weitere Injektion auf sich durchgehen lassen und dann weiter mit den Mitigationsfähigkeiten dafür sorgen, dass Injektion ausläuft, um eben die Parasiten spawnen zu lassen. Hier sehen wir nun das Interface, sobald ihr Skorpion sein solltet. Auf der 1 haben wir Klaue, das verursacht 100% Schaden. Auf der 2 haben wir Klauenhieb, das verursacht allen Gegnern vor sich 150% Schaden und macht doppelt so viel Schaden, wenn Stich drauf ist. Stich liegt auf der 3, deshalb solltet ihr das vor der 2 drücken. Und schließlich auf der 4 haben wir Beute, damit fresst ihr einen Parasiten. Solltet ihr 2 fressen müssen, müsst ihr den ersten Parasiten innerhalb der ersten 4 Sekunden fressen, denn der Skorpion hält nur 20 Sekunden und die Fähigkeit Beute hat 15 Sekunden Ablenkzeit. Kommen wir nun zu Korven, der auch in der heroischen Version die Fähigkeit in Bern einschließen besitzt, wobei er sich selbst oder einen anderen Paragon, der unter 50% HP fällt, in einen Bären einschließt, der 10 Sekunden lang hält und anschließend den Paragon wieder auf 100% HP bringt. Anders als in der normalen Version können Spieler keinen Schaden auf diesen Bären machen, weshalb es nur 2 Möglichkeiten gibt, diese Fähigkeit zu umgehen. Entweder ihr habt bereits Karos getötet und ein Spieler hat sich die Fähigkeit von ihm angeeignet, woraufhin er einen Bären werfen kann und somit den Bären zerstören kann. Oder ihr macht es so wie wir. Ihr dealt zuerst einen anderen auf unter 50%, damit dieser in einen Bären geht, tötet anschließend Korven in der Zeit, bis er das nächste in Bären einschließen wirken kann. Hisek bekommt in der heroischen Version noch die Fähigkeit Schnellfeuer hinzu, mit der er in 360 Grad um sich herum Kugeln verschießt, die ungefähr 300.000 Schaden verursachen und denen ihr ausweichen solltet. Hier sehen wir bereits die Fähigkeit Schnellfeuer und um keinen Schaden zu bekommen, müsst ihr euch einfach eine Lücke dort suchen. Bei Xariel ändern sich die katalysierten Reaktionen von Rot, Blau, Gelb auf Orange, Violett und Grün. Das bedeutet, dass zum Beispiel bei Orange Spieler mit gelbem Gift reagieren und ebenfalls Spieler mit rotem Gift. Und die dadurch verursachte Wirkung ändert sich dann natürlich auch.
Hier sehen wir bereits die Fähigkeit von Orange. Dabei sendet der Spieler einen Kreis um sich herum aus, der an seinem Rand anderen Spielern Schaden verursacht. Und deshalb sollten alle Spieler so weit wie möglich verteilt aus dem Raid laufen, um möglichst wenig oder eigentlich gar keine Fläche abzubekommen, denn von ihrer eigenen Fläche erhalten sie keinen Schaden. Violett zwingt den Spieler dazu, die ganze Zeit zu laufen, solange der Debuff aktiv ist, und hinter sich eine Spur zu ziehen, die massiv Schaden verursacht. Deshalb sollten alle Spieler aus dem Raid laufen und sich dann möglichst schnell im Kreis drehen, damit die Fläche auf einem Punkt abgelegt wird. Denn wie auch schon bei Orange erhält man von der eigenen Fläche keinen Schaden. Durch die grüne Reaktion legen Spieler diese grünen Pfützen auf dem Boden ab. Diese wandern random durch die Gegend und sollten deswegen möglichst weit am Rand abgelegt werden. Bei Yokuk ändert sich nichts, außer dass das Feuerband extrem viel Schaden macht und ihr deswegen Cooldowns dafür einteilen solltet. Benutzt zum Beispiel Gelassenheit, gleichzeitig mit der Smokebomb vom Schurken auf die Melees und Kaskade von allen Priests, auch von den Shadow Priests. Für die Fähigkeit Hypnotisieren von Cutstick sollte sich ein Tank die Fähigkeit Bärenmeister von Corvin aneignen, sobald dieser down ist, damit sobald ein Spieler hypnotisiert wird, ein Bären auf den Spieler geworfen werden kann und dieser 5 Sekunden lang keinen Schaden bekommt und sich nicht bewegt, damit ihr einfach Zeit habt, auf den Kuchong zu dealen, um das Hypnotisieren zu brechen. Killruk erhält zusätzlich die Fähigkeit Schnitt, womit er einen Spieler anspringt und auf dessen Position wirbelt und somit alle Spieler an sich heranzieht und Schaden verursacht, und je weiter man wegsteht, umso weniger Schaden erhält man. Karos ist der in unseren Augen am ungefährlichsten, deshalb töten wir ihn auch als letztes. Allerdings durch die heroische Veränderung an Entschlossenheit der Getreuen macht er gegen Ende relativ viel Schaden. Denn anders als in der normalen Version erhalten die aktiven Klaxi nicht einen Stack von jedem toten Klaxi, sondern alle 30 Sekunden. So, das waren alle Veränderungen zum Normal-Modus und alles weitere zur Taktik erkläre ich dann im Video, das jetzt folgt. Direkt zu Beginn des Kampfes werden wir erst einmal ein wenig Schaden auf Rikkal machen, bis Ger seine Fähigkeit Aderlass benutzt hat, damit die Blutkreaturen Richtung Rikkal laufen und wir in der Zeit Ger töten können. Ihr seht das jetzt, die Blutkreaturen laufen zu Rikkal, wir machen Schaden auf Ger und werden bis zum nächsten Aderlass ihn so weit runter haben, dass wir ihn töten können. Deswegen ziehen wir ihn auch Richtung Eingang, dass wir schön viel Zeit haben, bis die Blutkreaturen bei Ger ankommen würden. Wichtig ist auch, dass Stuns und Slows auf die Blutkreaturen kommen, wenn sie spawnen. Ihr seht das jetzt hier unten rechts im Bild, wie langsam das Blut Richtung Ger läuft. Und Ger stirbt dann, bevor die Blutkreaturen bei ihm ankommen und ihn wieder heilen können. Anschließend spawnt Karos, den wir ja wie gesagt schon als letztes töten, und werden hier Rikkal uns zur Brust nehmen und sollten natürlich auf alle anderen Fähigkeiten achten, die zum Beispiel Karos hier macht, links im Bild, dieses Wirbeln. Da solltet ihr nicht drinstehen, denn sonst wirbelt ihr auf der Stelle, erhaltet viel Schaden und macht natürlich auch euren Mitspielern im Umkreis Schaden. Hier ist einmal das Mutieren auf mir. Ich fress direkt einen von diesen Parasiten, mach dann anschließend Schaden auf Rikkal. Zuerst die 3, dann die 2 und 1. Renn jetzt hier zum nächsten Parasiten und fress den zweiten, da ich genügend Zeit hatte. Achte dabei aber auf die Fähigkeit Schnellfeuer von Hisek. Ihr müsst euch, wie gesagt, eine Lücke suchen, damit ihr davon keinen Schaden bekommt, denn der Schaden ist schon ziemlich hoch. Hier links im Bild seht ihr bereits die Fähigkeit Anvisieren. Ihr seht auch sehr schön unsere Schurken in den Strahl laufen, um den Schaden abzufangen. Wir haben es so gemacht, dass wir 5 Schurken mitgenommen haben, die allesamt mit Finte dann
den Schaden quasi aufteilen unter sich. Zusätzlich braucht aber der Spieler, der das Ziel von Anvisieren ist, ein Schild etc. So kleine Cooldowns, um das einfach besser zu überleben. Oder eigene Cooldowns. Solltet ihr keine 5 Schurken haben wie wir, könnt ihr natürlich auch Warlocks und Hunter das machen lassen. Allerdings können die nicht jeden abfangen, sondern müssen sich dann untereinander immer abwechseln. Shadow Priests sollten nicht in den Strahl gehen von Haus aus, denn sie haben 90% Schadensverringerung und sollten deshalb lieber darauf warten, wenn sie das Target sind, ihn alleine abfangen zu können, sodass die Schurken sich nicht bewegen müssen. Nun sind wir im Kampf an der Stelle, an der wir Korven töten möchten. Allerdings durch die Fähigkeit in Bären einschließen, bringen wir erst Korven auf ca. 60%, switchen dann auf Hisek, bringen ihn knapp unter 50%, damit Hisek in den Bären eingeschlossen wird. Wir switchen dann anschließend wieder auf Korven und versuchen ihn in der Zeit, in der in Bären einschließen Cooldown hat, ihn zu töten, damit er sich dann anschließend nicht selber einsperrt und der wieder voll wäre. Klappt auch meistens sehr gut. Deshalb haben wir uns auch für die Taktik entschieden. Wir weichen hier noch einmal dem Schnellfeuer aus, achten darauf, dass wir nicht von dem Charge getroffen werden, den Karos hier macht. Sehen noch einmal ein Aim. Und die Schurken wieder wunderschön reingelaufen. Korven ist jetzt tot. Iokuk tritt dem Kampf bei und wir werden Isaac in der Zeit töten. Iokuk hat, wie schon erwähnt, das Feuerband, das extrem viel Schaden macht. Deshalb solltet ihr im Vornherein auf jeden Fall die Cooldowns schon eingeteilt haben, damit jeder weiß, wer bei welchem Feuerband seine Cooldowns ziehen muss. Wir Shadow Priests zum Beispiel nutzen bei jedem Feuerband unser Kaskade zum Healen und unterstützen somit einfach die Heiler. Ihr solltet aufpassen, dass ihr nicht zu weit wegsteht von den Heilern, dass ihr auch wirklich geheilt werden könnt und sowas wie Gelassenheit natürlich abbekommt. Wir sehen hier noch einmal Aim, also Anvisieren auf Konstra, ist Shadow Priest. Er fängt das allein mit Dispersion ab und somit muss sich kein Schurke bewegen, kann weiter Damage machen auf Hisek, der jetzt auch gleich sterben wird. Und sobald dieser tot ist, tritt Xariel dem Kampf bei, bei dem wir uns entschieden haben, Kampfrausch zu ziehen, weil wir einfach möchten, dass er so schnell wie möglich stirbt. Aus dem Grund haben wir auch uns dazu entschieden, dass der zweite Tank sich den Buff Verrückter Wissenschaftler von Rikkal holt, sobald dieser tot ist, damit er sich einfach in einen Skorpion verwandeln kann für Xariel und durch den Schaden, den er dann austeilt, einfach Xariel möglichst schnell tot bekommen. Ihr seht, wie TNG gleich im Damage Meter steigen wird, einfach aufgrund von der Vengeance, die er bekommt. Ihr müsst allerdings den Tank, der Skorpion ist, wahnsinnig gut heilen, da er auch wahnsinnig viel Schaden bekommt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wir bekommen jetzt hier den Katalysator. Allerdings stirbt Xariel vorher, bevor er den Cast durchbekommt. Und somit haben wir nicht einmal Katalysator bekommen. Allerdings, wenn ihr ein bisschen weniger Damage habt, bekommt ihr vielleicht einmal Katalysator. Aber das ist auf jeden Fall handelbar und es lohnt sich, dafür alle Cooldowns aufzusparen. Sobald Xariel tot ist, werden wir uns Iokuk vornehmen und diesen töten. Wir haben jetzt hier zusätzlich Cutstick bekommen und müssen da aufpassen, dass wir nicht zu nah an diesen kleinen, hungrigen Kunchongs stehen, weil sonst werden wir einfach aufgefressen. Die kleinen Kunchongs verwandeln sich in große Kunchongs und das möchten wir nicht. Wir sehen jetzt rechts an mir vorbeifliegen die Schallprojektion. Das ist ein weiteres Spell von Cutstick. Dabei wählt er einen zufälligen Spieler aus und schießt in die Richtung diese Schallprojektion, den man ausweichen kann und wenn es geht auch ausweichen sollte. Wir haben jetzt hier einmal das Hypnotisieren oben. Wir machen Damage auf diesen kleinen hungrigen Kunchong bis 70%. Dann bricht das Hypnotisieren. Ihr solltet unbedingt mit der Fähigkeit Bärenmeister arbeiten, die sich, wie schon im Vorwort erwähnt, ein Tank holen sollte. Zusätzlich sollt ihr mit Glaubenssprung von den Priestern arbeiten
um einfach das hypnotisierte Target einfach noch ein bisschen zurückzuziehen, um mehr Zeit zu haben, um auf diesen kleinen Kunchong zu dealen. Wir sehen jetzt hier gleich ein erneutes Hypnotisieren auf demselben Kunchong, auf den Hunter rechts neben mir. Und er wird zurückgegrippt. Ich werde ihn gleich nochmal zurückgrippen. Allerdings wird trotzdem der Kunchong groß werden, da es einfach das zweite Mal ist, dass er übernommen hat. Und sobald er 80 Energy hat, wird er einfach, ja, zu einem großen Kunchong. Aber das ist auch kein Problem, denn ihr seht oben rechts Konstra wunderschön den Kunchong kiten. Er legt sich immer schön die Federn in den Weg, um einfach vor dem Kunchong wegzulaufen. Wir werden dabei ein bisschen auf den Kunchong dotten, damit er nebenbei noch stirbt, werden aber unseren Hauptfokus auf Killruck legen, um einfach den Boss zu töten. Ihr seht jetzt hier die Fähigkeit Schnitt. Sie macht relativ viel Schaden, da ich ziemlich nah an ihm dran stand und nicht mehr wegkam. Und der Kunchong stirbt jetzt hier gleich. Wir werden uns neu ausrichten und ja, Schaden, wie gesagt, auf Killruck machen. Passen, wie gesagt, auf die Fähigkeit Schnitt auf, dass wir nicht zu nah dran stehen. Passen allerdings weiterhin noch auf die kleinen Kunchongs auf, dass wir nicht zu nah an diese herankommen, dass sie nicht auch zu großen Kunchongs werden und wir damit beschäftigt sind. Ein Spieler hat sich die Fähigkeit von Cutstick geschnappt und hat sich den großen Kunchong herbeigerufen, der ein bisschen Schaden macht und jetzt auch schon wieder tot ist. Allerdings sind das einfach so Kleinigkeiten, die in dem Kampf hilfreich sind. Wichtig ist noch, dass ihr auf die Fähigkeit Tod von oben achtet, die Killruck wirkt, denn die Fähigkeit ist erstens relativ schnell und zweitens, sobald sie euch erwischt, seid ihr einfach tot. Und deswegen gilt es enorm darauf zu achten, wenn Killruck springt, dass ihr am besten direkt schon in der Bewegung seid, denn falls ihr nur eine Sekunde oder eine halbe Sekunde pennt, schafft ihr es einfach nicht mehr raus und dann seid ihr tot und das will ja keiner. Killruck stirbt jetzt hier auch gleich, hat noch 7% HP im Moment, wirkt noch einmal Schnitt und für Schnitt sollten die Heiler ihre Cooldowns wieder ready haben und diese auch unbedingt benutzen, denn das macht erstens enorm viel Schaden und zweitens dadurch, dass man rangezogen wird, kann man einfach nicht casten, denn man sollte, wie gesagt, davon weglaufen, denn je näher man dran steht, umso mehr Schaden bekommt man. Ja, wir haben jetzt nur noch Karos hier übrig. Der ist ja überhaupt kein Problem, den haben wir ja die ganze Zeit schon an der Backe, deswegen können wir die Fähigkeiten von ihm mittlerweile im Schlaf handeln. Haben noch 1 Minute 20 bis zum Berserk. Er wirft jetzt hier nochmal die Bernsteine von oben. Ihr seht da oben die Animation. Da hat man auf jeden Fall genügend Zeit rauszulaufen. Das solltet ihr auf jeden Fall auch von Anfang an machen. Denn dann könnt ihr das im Schlaf und ihr werdet nicht im weiteren Kampfverlauf davon getötet. Denn wie gesagt, Karos hat jetzt hier einen 20er Stack mittlerweile. Also 200% erhöhten Schaden. Dadurch macht auch der Bären 200% mehr Schaden. Und er stirbt jetzt hier. Wir haben den Boss erfolgreich gelegt. Ich rolle hier natürlich Gold, wie immer. Natürlich zeige ich euch noch den Loot, den es gab. Und wie immer bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich ebenso wie immer bei meiner Gilde Undisputed vom EU Realm Terror da. Wenn ihr Kritik oder Fragen habt, könnt ihr wie immer die Kommentarfunktion dazu nutzen. Und für weitere Videoguides besucht uns bitte auf www.mmozone.de und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer guten Loot.